Und damit willkommen zu einem neuen Splatoon 3 Online-Part. Zum Splatto Wien. Ja, wir hätten es alle nicht für möglich gehalten, aber es gibt weitere Splatfeste. Und heute ist es mal wieder soweit. Ich habe hier beim Splatto Wien noch nicht gezockt, da ja heute so ein bisschen die Premiere hier in der Aufnahme. Aufnahme entstand am Sonntag, da wo auch drei Farbkämpfe und so wieder zur Verfügung stehen. Vielleicht machen wir heute auch drei Farbkämpfe. Ich habe mir noch nicht so wirklich einen Plan zum heutigen Part gemacht. Daher gucken wir mal. Erstmal wollen wir sehen, wie sieht es aktuell aus. Ich kämpfe für Team Zauberer. Und ja, mal gucken, mal gucken. Halbzeitbericht ist jetzt hier erstmal dran. Und es sieht so aus, dass Ninja aktuell vorne liegt. Na toll, egal. Gucken wir mal weiter. Am Ende des Parts gibt es natürlich wieder die Auswertung. Ihr kennt das Spiel. So, da sind wir jetzt in der Runde mit dabei. Hannes und Carter. Carter auch hier im Discord. Und Helena. Hieß sie so? Nee, die hieß doch. Die hieß ein bisschen anders. Helenella ist noch mit am Start als Random bei uns. Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall hier im Splatoon. Wir haben ja Halloween-Zeit. Und ja, für euch ist ja dann übermorgen Halloween. Ja, der Part kommt erst am Dienstag raus, weil wegen der Auswertung, habe ich mir so gedacht. Normalerweise ist ja Mittwoch immer der Tag, wo ein Tag Pause ist auf dem Kanal. Jetzt aktuell, wir machen es mal so, dass dann der Montag der Tag Pause ist. Dafür habt ihr dann den Part am Dienstag mit der Auswertung drin, weil ich Montag früh keine Zeit habe, vor der Schule irgendwie noch die Auswertung mit reinzuschneiden, dass der Part noch rechtzeitig kommt. Und das ist halt der Grund. Darum diesmal an einem Dienstag. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ja, sehr schön, Hannes. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das läuft doch hier schon. Oh, da war ein Torpedo, okay. Aber läuft doch schon mal ganz gut hier, bisher. Sehr, sehr schön. Warte, ich kann hier mal ein bisschen umfärben. Kriege ich nochmal meine Spezialattacke. Die ich gleich auch nutzen kann. Stimmt, ja, wir haben ja auch wieder diese Feuerkracher. Die kann man auch gut nutzen. Karte hat den Schwapper. Das heißt, der Trommelschwapper, Wandschwapper ist hier unser Random, alles klar. So, mal die ein oder andere Klecksbombe mal werfen. Hier, zack, das mal. Dann sehen wir mal, wo der Typ ist. Ah, schade, Helenella. Der ist hier. Und gerade man hört bei dir die Sounds. Merke ich gerade. Ja, mach ich gleich. Jo. So. So, ein paar Feuerkracher, let's go. Und dann hier wieder so ein bisschen die Führung übernehmen. Da will jemand vorbeikommen. Schafft er auch. Schade, ich wollte eigentlich weg. Ach ja, stimmt, ich habe ja keinen Tinten-Ninja mehr. Fällt mir gerade auf. Wegen Splatfest-T-Shirt. Na gut, dann ist das so. So. Dahinter versteckt sich jemand. Nein, der ist da hochgesprungen. Nee. Aber ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Noch lebe ich, noch lebe ich. Hinter mir Kurkugel. Schade, Kater. Ich bin natürlich direkt auf den Füßen. Man hört bei dir immer noch die Spielzons. Nein, Stempel, Stempel. Schnell hier hoch, schnell hier hoch. Hier oben bin ich einigermaßen safe. Schade, Hannes. Den habe ich, den habe ich. So, mal hier. Zack. Die beiden da weg. Ist der andere noch am Leben? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, jetzt haben wir 20 Sekunden noch Zeit. Den Rest jetzt hier zu geben. Also, Gegner liegt aktuell in Führung. Laut Tintenfische oben. Das müssen wir ganz schnell ändern. Wir hatten ja im letzten Part die letzte Runde da, wo ich dachte, wir haben eindeutig gewonnen und dann haben wir nicht gewonnen. Ah, ich bin gestorben. Ah, sieht nicht gut aus. Schade. Schade, Schokolade. Hannes färbt noch in der Gegnerbase, aber es wird nicht ausreichen. Das ist ärgerlich. Ich hoffe, das gerade irgendwie nicht. Ja, okay. Naja, ist ja nicht so schlimm. Die Splatfeste, ganz ehrlich, da ist mir jetzt insgesamt auch gar nicht mehr so der Sieg des Teams gar nicht mehr so wichtig. Das, jetzt das große Finale steht, ist hinter uns. Und dann. Ich habe ja jetzt auch extra gesagt im Stream, machen wir nichts. Warum habe ich. Achso, ich habe diese Wegwurfdings da noch. Schuhe. Muss ich meine Schuhe mal ändern? Hm, jetzt nicht. Habe ich ja jetzt, da ist mir jetzt der Sieg nicht mehr ganz so wichtig, wenn unser Team dann am Ende nicht gewonnen hat. Mein Gott. Hauptsache, der Spaß ist da.
Ja, ich habe mich inzwischen auch entschieden. Wir machen jetzt diesen normalen Kampf noch. Und danach gibt es drei Farbkämpfe. Weil Splatfest, das Highlight immer für mich bei Splatfest sind halt die drei Farbkämpfe. Ist halt einfach so. Daher, dadurch, dass wir heute nur, dass nur zwei Leute hier mitzocken von unserer Community, machen wir dann nochmal schöne drei Farbkämpfe. Zwei mit Carter, zwei mit Hannes. Wer zuerst gleich anfängt, das werden wir gleich sehen. Vielleicht machen wir es da noch. Wer als erstes hinterher springt, mal gucken. Ich will da jetzt mich nicht festlegen. Wir werden es gleich sehen. Ja, und dann machen wir ein paar drei Farbkämpfe gleich noch schön. Jetzt sind wir ein paar Mal Angreifer. Komm her. Na, und dann das der Torpedo dann noch. Ah, der hat mich so gekillt. Na toll. Schön hier auch nochmal umfärmen. Also so ein Sieg wäre ja schon mal ganz schick, oder? Würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben ein bisschen anstrengend. Da sterben sie gerade. Das ist sehr gut. Ich habe nicht gemerkt, dass da noch einer ist. Danke, dass ich den bekommen habe. Ich dachte schon, ich sterbe an diesen Gegner da. Ich habe meine Spezialattacke eingesetzt dadurch. Ah. Ärgerlich. Das sieht leider nicht gut aus gerade. Aber das Platz kann sich noch wenden. Kommt noch. Oh, was? Eine schöne Klecksbombe schmeißen, da mal eine Klecksbombe nehmen. Oh. Hannes braucht da ein bisschen Unterstützung. Hannes, ich mach das Ding mal für dich weg. Schade. Komm, Rache, Rache, Rache. Ja! Nice. Ist hier jemand? Bisher nicht. Ich kann gleich meine Spezialattacke einsetzen. Können wir hier gerade richtig gut gebrauchen. Zack. Ja, ich habe einen irgendwie bekommen. Und den anderen auch. Yes. Yes. Leute, sehr gut. Let's go hier. Oh, Gegner hatten Disconnect. Die haben einer hat Rage Quit wahrscheinlich gemacht. Oh. Könnte möglich sein zumindest. Nice. Oh mein Gott. Sehr gut. Nein, Carter! Ja, gut. Ja, Moment, was ist jetzt hier generell los? Du Disconnect? Gegner hat jetzt zwei Disconnect? Ich bin nicht Disconnect, der Random ist Disconnect. Ich bin nur gestorben. Ja, du bist aber auch Disconnected. Glaub, oder? Nee, der Random. Achso, stimmt. Nee, nee, doch nicht, doch nicht. Du hast recht, du hast recht. Du hast komplett recht. Ja, moin. Gut. Alles klar. Nehmen wir uns an uns. Ey, also ganz ehrlich, wo wir eben alle gekillt haben, das ist der Sieg für uns. Egal, ob die jetzt zu zweit sind oder zu viert, das ist unser Sieg. Nice. Einer hat sogar versucht, noch in der Mitte zu färben, aber ja, moin. Hat nichts mehr gebracht. Ja gut. Dann schlage ich mal vor, gehen wir auch zu den drei Farbkämpfen rüber. Ja, warum da jetzt so viele Disconnects waren, keine Ahnung. Ob das Zufall war, keine Ahnung. Aber was ich habe, ist keine Ahnung. Naja. Yes, Punkte. Immer her damit. Ja, gut. So, da sind wir im Dreifachkampf mit Hannes jetzt. Er war ganz schnell hinterher gesprungen. Und was ich auch cool finde bei Hannes, er hat so einen Hexenhut auf. Das passt richtig cool. Da sieht man ihn. Aber auch die Teufelsohren der anderen fand ich auch ganz cool. Gut, die Gegner, die sind jetzt nicht so. Oh, die Triforce-Map! Die Triforce-Map! Ich glaub's ja gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was generiert. Also ist jetzt generell Triforce-Map drin oder ist Zufall? Keine Ahnung. Aber ich find's gerade richtig cool. Ich hoffe, es ist die Triforce-Map. Ja. Ich hoffe, es ist die Triforce-Map generell drin, weil die ist cool. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil da hatte ich vorhin gar nicht bei den Nachrichten hingeguckt. In dem Moment. Und sorry, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen huste. Leider kann ich es hier ins Splatoon nicht rausschneiden. Das geht leider nicht. Ah, Tintentyran kommt. Zack.
Zack, du bist auch down, mein Freund. Kann sein, dass es hier ein bisschen leckt. Und das hätte ich eigentlich den Kill jetzt kriegen müssen. Keine Ahnung. Eieiei. Leckt die Gallern? Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Ja, komm, komm. Das war doof jetzt. Ja, die holen sich jetzt das Signal. Leider ja. Dann jetzt angreifen. Schön mit einer Curling-Bombe hier, zack. Machen wir dich mal weg, mein Freund. Weg, 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 weg. Alle weg hier, alle weg hier, alle weg hier. Oh, ich hätte gerne jetzt meinen Tintenschock hier. War alles ein bisschen brenzlig. Aber wir haben die Kontrolle wieder zurückerlangt. Wir hatten das Signal bekommen. Okay, Orange. Inzwischen habe ich auch meine Spezialattacke. Sehr, sehr gut. Wow, 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 wow. Muss kurz nachladen. Komm, meine Spezialattacke. Schade. Schade, Schokolade. Hannes ist noch da. Hannes hat es auch verhindert. Sehr gut. Aktuell ist auch... Sie haben beide Teams mehr Prozent als wir. Komm her. Zack. Bam. Nein, der Tintentiran war noch da. Ich hasse Tintentiran so sehr. Gut, jetzt haben beide Teams das Signal. Schade. Schade, schade, schade. Gut, ich habe mich jetzt auch hier wieder für die Doppler entschieden. Einfach wegen Angreifer. Diese Gallon, die ist irgendwie... Weiß ich nicht. Die finde ich merkwürdig. Leckmäßig. Aber gut, vielleicht auch einfach, weil es Gallon ist. Keine Ahnung. Vielleicht täuscht der Eindruck. Ach Mann. Ja, jetzt wird bei uns auch noch gefärbt. Ich werde hier unten mal wieder alles umfärben. Wir werden zwar jetzt nicht mehr gewinnen können, aber... Naja. Schade, schade, schade. Das war leider nichts. Vielleicht sind wir gleich auch Angreifer. Ich hab Bock auf Angreifer. Der mal gucken. Mal gucken. Okay, 6-6. KD-mäßig. Könnte besser sein. Hätte aber auch schlechter sein können. So, gib mir mal bitte die Punkte. Ich möchte nicht mehr Normalo sein. Dankeschön. Und dann mal fortsetzen. Oh, Hannes war mit 7-6 auch ganz gut. Oh, Eevee Ninja 14-6. Ja, wir waren eigentlich ganz gut. So, ja, wir sind jetzt Angreifer. Übrigens ist es gut möglich, dass diese Woche Freitag kein Splatoon-Video kommt. Ja, ich weiß schon wieder kein Rangkampf-Video. Obwohl ich gesagt habe, jetzt kommt wieder endlich Rangkampf. Beim letzten Mal war ja, beziehungsweise es ist wieder dasselbe Problem wie schon beim letzten Mal bezüglich meiner Gesundheit. Ich bin nach wie vor leider erkältet. Für diese Aufnahme reicht es auf jeden Fall aus, aber dann jetzt noch danach noch eine Aufnahme. Ich sag mal so, ich will halt meine Stimme schon. Ich brauche eigentlich eine... gute Stimme jetzt nicht unbedingt, aber ich brauche eigentlich mal ein bisschen Ruhe, so gesehen, dass mein Halskratzen endlich mal weggeht, mein Husten mal endlich weggeht. Und daher ist es verdammt wichtig für mich, dass ich mich ein bisschen schone. Ich schreibe jetzt Klausuren die nächsten Tage. Komm, komm, komm. Gegner, was macht denn ihr? Das sind ja nicht Gegner, aber das sind... Was machen die denn? Die sind auf unserer Seite. Eieiei. Die hätten mich eigentlich gewähren lassen müssen. Aber ja, ich brauche halt trotzdem mal ein bisschen Genesung. Ich schreibe jetzt morgen für mich, Montag jetzt direkt eine Klausur. Test schreibe ich die Woche noch, die paar Tage da. Hab zwar ein langes Wochenende, aber dennoch... Schade, schade. Schade. War ein guter Versuch. Aber ich sag mal so, dass schon ein Signal genommen wurde, das ist schon mal für uns, ist schon mal ganz gut. Und das andere Signal auch okay. Ist für uns ein Sieg. Obwohl natürlich die Gegner jetzt nicht teammäßig gekämpft haben.
Mann. Stirb da jetzt, Hannes, pass auf. Ja, ich weiß, Hannes hört mich nicht, aber dennoch, pass auf. Du versuchst wieder unsere Base hier einzufärben. Das akzeptiere ich nicht, Mann. Ja, ich weiß, ich muss die Dinger da oben abschießen, aber dennoch. Wie viel Zeit haben wir noch? Über eine Minute. Ja, Signal brauchen wir jetzt nicht mehr. Daher heißt es jetzt einfach nur umfärmen. Vor allen Dingen orange umfärmen. So, jetzt habe ich hier auch mal Tintenschock. Let's go und Rainer. Kann gerade kein cool machen. So. Bam. Nein. Schade. Okay, wir beschäftigen Orange gerade richtig gut. Sehr gut. Aber Orange hat immer noch die meisten Prozente. Was? Auf zu Orange. Warum hat Orange immer noch die... Ja, jetzt nicht mehr. Komm her, mein Freund. Sehr gut. Ah, schade. Jetzt haben wir gerade die meisten, Orange die wenigsten. Komm, let's go. Let's go, let's go, let's go. Bam, 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 bam. Mal gucken, ich bin sehr gespannt jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Yes! Wir haben zwar die meisten Punkte, ja moin. Obwohl wir nicht ein Signal haben und hier Lila die beide Signale hat. Aber umso besser. Hannes, wir waren ein gutes Team. Das auf jeden Fall. Oh, KD geht bei mir auch. Ja, und jetzt gehen wir rüber zu Carter. Vielleicht gibt es zwei Runden mit Carter. Und das werden bestimmt auch gut Runden. Das bestimmt. Ja, doch, kann man machen. Ja, und wenn, falls dann doch zum Beispiel am Freitag ein Part rauskommt, dann vielleicht schaffe ich es dann am Donnerstag oder so nochmal ein Part aufzunehmen. Ich habe ja Donnerstag frei, beziehungsweise an sich bin ich aber Donnerstag unterwegs. Naja, ich weiß nicht, mal gucken, mal gucken. Sonst, wie gesagt, kommt Freitag kein Splatoon-Part raus. Es kommt trotzdem Freitag dann ein Video raus. Es beginnt ja am Donnerstag bei mir das Projekt zu Minecraft Cozy Era, wo ich als Gast bei einem anderen Let's Player, bei dem Paluso, mit dabei bin. Und immer wenn ich mit bei ihm mit im Let's Play mit dabei war, gibt es auf meinem Kanal halt ja, den Part von meiner Sicht aus zu sehen, was ich aufgenommen habe. Naja, gibt es immer mal wieder ein paar Minecraft-Videos jetzt in Zukunft. So, und ich bin hier schon ordentlich am Umfärmen, während hier schon die Post abgeht. Auf einer anderen Map jetzt allerdings. Wir hatten eben, also gerade mit Hannes hatte ich wieder die andere Map. Hier, Triforce Map, glaube ich. Was machst du hier? Also Orange streut so ein bisschen herum, habe ich das Gefühl. Geh mal bitte auf das Signal. Achso, du. Ja, okay, egal, alles gut. Ich bin übrigens gegen unser eigenes Team. Was ist? Ich bin gegen unser eigenes Team. Ach krass, stimmt. Jetzt wo du es sagst, ja stimmt. Hast recht. Und Gegner, oh nee, hat ein Disconnect. Ernsthaft. Das heißt, der ich andere... Ja, mach das. Verdammt. Nicht so schlimm. Vielleicht habe ich gleich auch Spezialattacke oder so zur Verfügung. Nein, ich bin tot. Mann. Er kam genau im falschen Moment rum. So, ich bin wieder da, keine Sorge. Der ist hier irgendwo. Ah, gegenseitig, Mann. Na gut, der eine aus Team Lila, der hält. Nein. Warum hast du ihn aufgehalten? Oh, ich glaube, ich hab's. Hast du gerade Lila gekillt? Ja, wird noch. Ja, wird noch eigentlich wenig Sinn. Ja, killt ihn doch nicht, wenn er das der Signal hat. Wir kämpfen doch alle gegen Orange. Ja, stimmt. Hauptsache Orange hat wenig Prozente. Das hilft uns ja, wenn ein Signal auch an Lila geht.
So, ich habe Spezialattacke. Ich werde vielleicht gleich mal versuchen drauf zu... Obwohl, da sind zu viele Gegner gerade. Ah, okay. Schade. Ich wollte gerade in dem Moment auch noch Spezialattacke einsetzen, aber dann war ich doch schon tot. Ah, sieht nicht gut aus, aber gut. Es ist ja ein 3 gegen 4, so ihr sehen. Wenn man das so nimmt. Und es ist jetzt auch... Da ist jemand, was? Komm, den habe ich. Okay, gut. Und ich sag mal so, es ist ja auch ein Kampf gegen die eigenen Teammitglieder. Also da ja... Gut, ist ja nicht dann so das Problem. Vielleicht wird es nächste Runde besser. Was dann schon die letzte Runde sein wird für heute. Ja, ja, so schnell vergeht die Zeit. Eieiei. Orange hat mehr als Lila und Grün zusammen. Ja, es war auch jetzt keine Glanzleistung von mir. Ich bin sehr häufig gestorben. Viel zu häufig. Aber naja. 4-7. Ja, sieht nicht gut aus. Naja. Gucken wir mal, wie es gleich ist. So, dann wollen wir mal gucken. Gut, leider Verteidigung. Und wieder gegen Zauberer. Das ist ja schon fast ein Indiz, dass die meisten Zauberer gewählt haben. Aber gut, am Ende des Parts werden wir erfahren, wie viel wer gewählt hat und so weiter und so fort. Da bin ich mal gespannt. Aber wir haben die Triforce Map. Cool. Vielleicht sind irgendwie jetzt diese beiden Maps jetzt in der Auswahl. Keine Ahnung. Ich habe echt nicht aufgepasst bei den Nachrichten. So, zack dich weg hier. Nein. Mann. Da war er besser. Oh mein Gott. Okay, der da unten hat Schutzschild. Okay, gut. Boah, bis jetzt sind die Gegner noch sehr zögerlich, sag ich mal. Das wird sich ändern. Das wird sich ganz schnell ändern. Komm, den muss ich da kriegen. Der ist doch fast tot, Mann. Aber ich leider auch. Das ist das Problem. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn. So, von Lila kommt auch irgendein Bogen daher. Gefällt mir nicht. So, wäsch, wäsch, wäsch. Ich hab notfalls auch noch Stampfattacke. Nee. So, weg, weg, weg. Nein. Der Bogen hat mich. Nee, die Schauerwelle. Ja, Mann, die habe ich gar nicht gesehen bei dem ganzen Chaos. Ja, jetzt wird ein Signal weggegeben. Wir waren, glaube ich, alle tot. So, zack. Nein, nein. Oh, ich muss hier weg. Das ist eine Haftbombe. Ey, der Bogen, der nervt echt. Aber ganz ehrlich, Bogen ist dann doch ganz cool als Waffe hier. Kann man ihn... Einer aus dem König disconnected. Oh, nee. Aber gut, wenigstens nicht bei uns jetzt. Aber wir haben wieder ein Signal verloren. Ja, keine Ahnung, was heute mit der Internetverbindung bei Nintendo los ist. Wir hatten jetzt von insgesamt... Ja, 6 Runden hatten wir 3 Runden mit Disconnects. Die eine Revierkampfrunde mit 3 Disconnects insgesamt sogar eigentlich da auch noch. Also man könnte sagen, jetzt sind heute 5 Leute disconnected. Das heißt, da muss irgendwas bei Nintendo gerade nicht stimmen. Keine Ahnung. Nintendo halt. Wir gucken mal, dass wir uns vielleicht so ein bisschen auf Lila noch konzentrieren, weil die sind natürlich zu zweit. Die sind jetzt das größere Problem. Gerade auch mit dem Bogen. Also der Bogen, der nervt mich so sehr. Der hat mich natürlich gesehen wie in der Schauerwelle. Noch liegen wir in Führung. 30 Sekunden noch. Aber naja, mal gucken, wie lange noch. Ja, der Teammate ist gerade bei Lila drin. Komm, ich muss nach dem... Oh, ich krieg den nicht. Wo ist er? Wo ist er? Auf der Spitze ist er. Ich hab ihn. Danke. Geht doch. So. Okay, aktuell lieben wir nach vorne. Sehr schön. Ich gehe mal hier hin. Zack. Zack. Und dann haben wir es doch ganz gut hinbekommen. Aber wir hatten nur 3 Gegner. Also da ja. Ja, gut. Da können wir nichts ändern. Da können wir nichts machen, wenn halt Nintendos Server nicht richtig funktionieren. Ja. Immerhin jetzt noch ein Sieg. Und das ist die Hauptsache. Immer positiv sehen.
Ja, nächste Woche geht's wieder mit einem normalen Splatoon 3 Online-Part weiter, wo ich die nächste Waffe zocken werde, wo ihr auch gerne Waffenwünsche in die Kommentare schreiben könnt. Und da freue ich mich auf jeden Fall wieder sehr, sehr toll drauf. Mal gucken, ob Freitag ein Splatoon 3 Online-Part kommt. Könnt ihr in den Sendplan aussehen. Kann aber sein, dass ich das nochmal aktualisieren werde. Mal gucken. Was wir jetzt noch machen, sind einerseits die paar Triton-Zürner, die ich habe, die 3 Stück plus die 5000 Münzen nochmal ausgeben. Und dann gibt es die Auswertung und dann sind wir durch. So, was für ein Spind. Dann haben wir hier noch ein Getränke-Coupon, wovon ich auch schon 100.000 Stück habe. Und ein Emote. Oh, cool. Das ist natürlich was Besonderes. Und für 5000 Münzen kriege ich jetzt noch Aufkleber. Alles klar. Ja, dann, wer hat hier im Splatfest gewonnen? Die Ergebnisse. Let's go. Wer hat die meisten Triton-Zürner? Und... ach ja, 4 Zauberer. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Platz 2 ist Ninja. Das ist doch schon mal ein guter Start. Schon mal schöne 90 Punkte. Wer hat die meisten Stimmen? Laut dem Part sah das so aus, weil wir in den 3 Farbkämpfen gegen eigene Teammates so easy gekämpft haben, dass schon Zauberer vielleicht die meisten Stimmen hat. Und ich kann mir das auch generell ganz gut vorstellen. Weil Zauberer vielleicht so ein bisschen Mainstream mehr, also mehr Mainstream ist als Ritter oder Ninja. Zumal Zauberer, es gibt auch eine große Harry Potter Fangemeinde, sag ich mal. Und das ist ja auch Zauberer. Daher könnte ich mir wirklich sehr gut Zauberer vorstellen. Gucken wir mal. Und zwar, tatsächlich, sogar eindeutig, sogar richtig dolle eindeutig. Ritter nur 13,13%. Ninja 21,52%. Das ist wirklich sehr, sehr eindeutig. Wenn man Ritter und Ninja zusammennimmt, sind wir immer noch nicht auf der Zahl von den Zauberern. Okay, schon mal richtig schöne Punkte. Wenn wir jetzt in einen der 3 Kategorien gleich noch irgendwie Punkte kriegen, zumindest erster Platz werden, dann könnten wir es geschafft haben. Gucken wir mal. Ninja hat bisher auch 2-mal abgesahnt. Also Ninja darf jetzt nicht absahnen. Ritter ist dann nicht so, ganz so schlimm. Naja, mal sehen. Oh. Das ist schlecht. Das heißt, wir haben verloren. Wir sind 2. Platz, aber da hat dann Ninja ordentlich überzeugt. Okay, gut. Schade. Aber naja, dadurch, dass jetzt Ninja auch schon die 2 zweiten Plätze bekommen haben, naja, wird nix. Selbst wenn jetzt eben bei den Triton-Zürnern und bei den Stimmen Ritter jeweils die Punkte für den 2. Platz bekommen hätten, hätte Ninja so jetzt trotzdem so oder so gewonnen. Ja, okay. Schade, aber ist nicht so schlimm. War trotzdem ein schönes Splatfest. Also jetzt so der Part, der hat mir sehr gefallen. Sonst habe ich hier privat kein bisschen mitgezockt. Triton-Zürner, nee, Supermuscheln, so heißen die Dinger. Gibt es natürlich auch. 3 Stück habe ich bekommen. Wunderbar. Ja, und mal wieder wisst ihr mehr. Ich nicht. Ich werde es erst morgen wissen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Vielen Dank an Kater und Hannes, dass sie mit am Start waren. Hat auf jeden Fall mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Und tschüss. Tschüss.